Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder mal auf der Dürrenruhe zusammen mit dem Justin. Guten Tag. Für uns gerade hier der Donnerstag, der 29. Juni, am Wochenende vor der FarmCon. Ich weiß nicht, vielleicht geht es heute dann auch in der Folge ein bisschen um die FarmCon, dass wir uns nochmal drüber unterhalten und so. Wir müssen Gülle fahren. Ich fahre zuerst mal das Güllefass. Justin hat sich da schon, gab es einen schönen Zubringer beim LU. Hat er natürlich schon mitgebracht. Wo fangen wir denn an? Alle abgeernteten Flächen. Wow! Also ab der. Alles ab der 40. Hast du es gerade gesehen? Nö, beim Menü. Also 40, 65, 63, 68, was noch? Und dann fangen wir auf der 66 oder so an. Wir fangen auf der 40 an. Auf der 40? Was ist 40? Das ist direkt bei Jonas. Ja, ich muss mit dem Güllefass aufpassen. Ich habe gemerkt, es schaukelt ganz schön. Ach das, ja, das ist mir schon öfters aufgefallen. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Sehr gut. Mein Johnny hat aber zu kämpfen, von zu bringen. Hat es wunderbar. Oh! Digga! Hilfe! Langsam in die Kurve! Du bist das Güllefass noch nie gefahren, ne? Nein! Man merkt's. Hallo, bin ich. Digga, dieses Güllefass ist ja bodenlos an sich. Also im Verhältnis zu manch anderem, was ich so gefahren bin. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. Das gibt mir jetzt so. Band und Themenparts, wo 60er Vibes oder so. Fliege! Sag ja, ich ja. Nur, ich sag nur Fliege! War das 260er Themenkar, ne? Weiß ich nicht. Don't you think we're done? Don't you think we're done? I
Don't you think we're done? Don't you think we're done? Sehr, sehr geil. Haben wir das nämlich auch erledigt. Warte, kann ich Geras einfach hier in unser Lager reinkippen? Weil wir haben da so ein Lager. Ah ja, perfekt. Also wenn ihr Hilfe braucht irgendwie beim Ansehen, dann sagt das halt. Ja, ich muss erstmal mit Justin sprechen, was wir ansehen. Weil ich guck mal, aber was bei Jonas gerade abgeht. Ja. Justin, was wollen wir oder denn sehen? Oder guck mal, welche Felder man bei euch pflügen muss oder so. Das, was wir sehen können. So muss die August oder so gucken. Wir sehen auf jeden Fall wieder Raps. Ja, oder warten wir bis. Wollen wir das jetzt alles Raps machen und den Rest an Getreide und noch ein bisschen Ding? Zuckerrüben. Denk dran. Ja, und wollen wir auch noch Mais? Die Getreideflächen, anbauen? Stopp. Wir rechnen jetzt erstmal Getreideflächen. 1, 2, 3, 4 Stück. Raps. Zu Raps, okay. Also 40, 63, 65, 80. Hast du, schreibst du mit? Warte. Also, welche Nummern sag nochmal? 40? 63? Ja. 65, 68. Raps. Wo wollen wir Zuckerrüben machen? Also ich würde 2 Zuckerrüben machen wahrscheinlich, damit es sich lohnt. Unsere Rapsäcker. Also 66 und 60. Oder wir machen die 3 Sorgo machen wir zu Zuckerrüben und den Raps zu den... Nein. Darum. Okay. Wir machen also 26 die... 26 und 66 Zuckerrüben. Und dann die 51, 29... Nee. Wir haben viel zu viel Raps, warte mal. 32. Also ein... Ja, also wir können doch ruhig viel Raps anbauen. Nee, ich hätte einen Raps weniger. Was hältst du davon? Einmal GPS wechseln würde ich mal gehen. Ja, oder ich hätte gesagt, ob wir die 68 auch noch zu Zuckerrüben machen, dann hätten wir da ein großes Feld. Also 6, ja, ich will aber das nicht in der Mitte wegflügen. Okay, schade. Ich würde gerne noch die zwei Rapsecker Zuckerrüben, die ganzen
jetzt wo Sorghum drauf ist und die 68 wird Getreide hingepflanzt und der Rest Raps. Also 68 auch noch zu Getreide. Dann können wir nämlich ein Feld mal GPS wechseln. Ja gut. Haben wir das auch geklärt? Würde ich sagen, was ist heute mal eine kürzere Folge? Ja, schaut auf jeden Fall auch bei unserem Partner G-Portal vorbei. Mit unserem Link in der Videobeschreibung spart ihr natürlich wie immer 10%. Beste Leben auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Und macht das. Tschüss.